Wir befinden uns hier auf der Gesundheitsmesse in Hanau, auf der das Pflegezentrum Main Terrasse als erstes Seniorenheim in Hessen mit dem Memomodo ein visuelles Konzept zur Aktivierung von Körper und Geist bei Menschen mit Demenz vorstellt. Die Einweihung dieses Bewegungskonzepts erfolgt durch den Oberbürgermeister der Stadt Hanau, Herrn Klaus Kaminski. Hier ein paar Impressionen. Aus Bewegung und der Wiederherstellung oder dem Erhalt von Gehirnzellen. Und diese Idee im Zusammenhang mit demenzkranken Menschen einzusetzen, finde ich großartig. Es gibt auch keinerlei Risiko. Und insofern wünsche ich mir, dass es eine große Verbreitung findet. Die Main Terrasse ist eine Einrichtung, in der viele Menschen mit Demenz leben. Und nach neuen Studien ist es so, dass Bewegung dafür sorgt, dass die Zellen im Körper und auch im Gehirn sich doch bis ins hohe Alter erneuern, wenn man sich eben genug bewegt. Das haben wir zum Anlass genommen und für unsere Bewohner den Memo Motor angeschafft. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 2016 ist sowieso das Jahr der Bewegung. Es gibt einen sogenannten Mobilitätsstandard, der die Einrichtungen verpflichtet, eben dafür zu sorgen, dass bestimmte Angebote in stationären Einrichtungen gemacht werden, die Bewegungsmöglichkeiten für die Bewohner schaffen. Und ja, der Memomoto ist für uns dann ein Gerät, was diesem Mobilitätsstandard dann zur Umsetzung dieses Mobilitätsstandards dient.